auf. Zu den Auflagen. Die Verwendung von Fahnen und Flaggen wird begrenzt auf eine Fahne pro 5 Teilnehmer. Und untersagt wird die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation, das Tragen von Uniformen, Uniformzeichen oder gleichartigen Kleidungsstücken zum Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung, sowie das Tragen von dunklen Springerstiefeln. Problem der absoluten Unterbesetzung der Polizei. Und was viel schwerer wiegt, es gibt hier ein Problem der rechtsstaatlichen Verfolgung von Straftätern. Es kann doch nicht sein, dass die Polizeibeamten mittlerweile Angst davor haben müssen, solche Chaoten zu verfolgen und dingfest zu machen, weil sie anschließend auch noch mit irgendwelchen Verfahren überzogen werden von gut bezahlten Linksanwälten. Es kann doch nicht sein, dass kriminelle Ausländer und Drogenhändler frühmorgens am Hauptbahnhof oder sonst wo in Hamburg geschnappt werden und abends grinsen sie den Beamten schon wieder ins Gesicht und laufen schon wieder frei herum. Es kann doch nicht sein, dass die Mafia mittlerweile immer mehr Polizeibeamte und ihre Familien bedroht. Es kann doch nicht sein, dass die Polizeibeamten sich bei uns über Internet melden oder uns in der Bahn als Zugbegleiter mittlerweile ganz offen sagen, dass sie von ihrer Führung verraten und verkauft wurden, dass sie in der Zeitung lesen müssen, Randale auf NPD-Kundgebung, obwohl drumherum der antifaschistische Rotmob tobte in Verbindung mit Ausländerbanden. Was soll man auch anderes erwarten in einer Stadt, in der mittlerweile das Unrecht zu Recht geworden ist? Wir werden als Nationalisten nicht aufhören, auf die Straße zu gehen. Wir haben uns heute hier gezeigt. Wir werden uns überall in Hamburg zeigen. Wir werden uns in ganz Deutschland weiterhin zeigen. Und wir vertreten nach wie vor. Wer einen Eindruck bekommen möchte, liebe Hamburger und Hamburgerinnen, liebe Kameraden und Kameradinnen, wie es mit der Sicherheit in dieser Stadt bestellt ist, der musste nur die Anfahrt mit diesem Fahrzeug hier mitmachen. Es ist so gewesen, dass wir 5 andere Plätze eigentlich zugelassen haben wollten in Hamburg, die etwas attraktiver waren als gerade hier am Berliner Tor. Es wurde uns dann gesagt, unsere Sicherheit sei nur hier gewährleistet, nirgendwo sonst auf einem Platz in Hamburg. Sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang und zu ihrer Tat bemeistern unser ganzes Leben schon. Es ist 21:30 und somit als letzter Satz nur ein Skandal aus dem nationalen Militärführte. Was ist das für eine Polizei? Komme ich jetzt der Aufforderung der Polizeieinsatzleitung nach. Unter Protest müssen wir festhalten, dass wir hier scheinbar mit Polizeibeamten in der obersten Führung zu tun haben, die die Pietätlosigkeit besetzen, das Absehen der Nationalhymne zu stören. Das zeigt ein, unserer Meinung nach, ein gestörtes Verhältnis zum Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland.